Herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich stehe hier in der Nähe von Florenz. Die Sonne brennt vom Himmel, das Wetter ist super. Was aber viel besser ist, vor mir steht die neue Ducati Multistrada Enduro 1260. 1260, bisher gab es nur 1200. Was sind die Unterschiede? Die soll uns mal Robert Glück erklären, seines Zeichens Pressesprecher von Ducati Deutschland. Robert, was habt ihr geändert von der 1200er zur 1260er? Hast du bei der Präsentation gestern nicht aufgepasst? Doch, aber vielleicht wollen die Leute da draußen hier nochmal auch was erfahren. Okay, fangen wir mal an. Also wir haben den 1260er Motor aus der Multistrada S übernommen in der Enduro. Entsprechend mit mehr Hubraum, mit einem viel fülligeren Drehmoment, plus 17% bei 3.500 Touren, glaube ich sogar. Also wir haben untenrum richtig ein paar Kohlen in den Keller rein oder nachgelegt. Ja. Ziel sollte, glaube ich, sein, was du mir hoffentlich bestätigen wirst, viel schöner fahrbar untenrum bei niedrigeren Drehzahlen, ist das so? Er tritt gut an, kann man nicht anders sagen. Okay, also das war beim Motor mal ganz grob die Änderung, einen schöneren Drehmomentverlauf, gleiche Spitzenleistung. Wir haben am Fahrwerk die Federwege ein bisschen gekappt. Wir sind von 200 auf 185 mm runtergegangen und haben die Sitzhöhe ein bisschen angepasst, einfach um das Fahrzeug zugänglicher zu machen. Um es für Normalfahrer im Stand und im Low Speed vom Handling her ein bisschen angenehmer zu machen. Und ansonsten haben wir Ducati Rot draufgelassen. Wir haben unser Sandbeige draufgelassen. Wir haben natürlich die Elektronik weiter verfeinert, Fahrwerksabstimmung aufgrund der geänderten Federwege geändert. Mappings sind im Prinzip gleich geblieben, bisschen verfeinert auch, passend auf den 1260er Motor und den DVT, den wir jetzt halt da auch verfeinert haben. Ansonsten haben wir noch Kleinigkeiten gemacht, wie Räder ein bisschen leichter gemacht etc. etc. Lass uns noch mal kurz über die Federwege reden. Wir durften ja heute schon einen halben Tag fahren, es ist jetzt ungefähr mittags hier. Und wir sind einen halben Tag jetzt nur Offroad gefahren. Und Offroad heißt wirklich allerkleinste Wege hier zwischen diesen wunderschönen Weinbergen, zwischen den Olivenhainen durch den Wald, durch den Matsch. Also anspruchsvoll. Jetzt nicht irgendwie einfach nur ein Schotterweg, sondern wirklich anspruchsvoll. Wir sehen es auch hier bei der Roten. Wir haben den Scorpion Rally drauf von Pirelli. Trotzdem hast du gerade gesagt, Federwege wurden weniger. Ich glaube, 15 mm waren es vorne und hinten jeweils. Wir haben nur noch 185 mm. Spricht das nicht dem eigentlich entgegen? Theoretisch ja. Man kann es natürlich sagen, wir haben mit dem Erstling Enduro 1200 so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, haben jetzt über die 2 Jahre Erfahrung eben gemerkt, okay, unsere Kunden, und da sind wir dann bei der Zielgruppe, fahren wenn überhaupt Schotterstrecken und haben das Motorrad letztendlich der Zielgruppe etwas angepasst. Wir haben gesagt, okay, wir kriegen genug Durchschlagreserven hin über eine andere Fahrwerksabstimmung, können deswegen eben Federwege, die grundsätzlich beim Zugang zum Motorrad, beim Aufsteigen oder auch bei, ich sag mal, kipplichen Situationen an die Ampel ranfahren etc., dem Fahrzeug grundsätzlich entgegenstehen, die können wir kompensieren und haben deswegen für die Jungs, die tatsächlich auch Schotter fahren wollen oder eben sehr wenig Schotter fahren wollen, aber die Möglichkeit haben wollen, eben die Federwege reduziert, ohne jetzt, sage ich mal, die Geländefähigkeiten zu stark zu kompromittieren, eben über eine andere Fahrwerksabstimmung, also eine Dämpfungsabstimmung. Und so viel können wir schon mal verraten, das hat wirklich ganz gut funktioniert. Lass noch mal kurz über das Sitzen sprechen. Ich glaube, bei der alten Enduro konnte man die Sitzhöhe noch verstellen, hier jetzt glaube ich nicht mehr. Ihr bietet aber verschiedene Sitzhöhenvarianten an. Auch da, glaube ich, um die Zielgruppe mehr abzuholen. Manche Leute sind ein bisschen länger, so wie ich, 2 Meter, manche normal, so wie du, andere noch ein bisschen kleiner. Welche Höhen bietet ihr an? Welche serienmäßig? Genau, also 840 mm Serie, Sitzhöhen serienmäßig, so wie das Motorrad jetzt hier steht, sowohl im Offroad-Trim als auch im Straßentrim. Wir bieten an 860 mm für Leute wie dich, die was länger sind. Und für etwas kürzere Menschen gibt es auch noch eine 820 mm hohe Sitzbank oder eine Sitzbank, die Sitzhöhe auf 820 mm reduziert. Dazu gibt es auch noch die Komfortsitzbank für Fahrer und Beifahrer, die Langstreckenkomfort nochmal weiter erhöht. Was wir jetzt, um beim Thema Reisen zu bleiben, auch noch gemacht haben, ist, wir haben die Zuladung erhöht. Also wir haben jetzt beim gleichbleibenden Fahrzeuggewicht von 258 Kilo fahrbereit vollgetankt, haben wir jetzt 231 Kilo Zuladung. Das ist eine ganz amtliche Nummer, also da kann man als normal gestandener Kerl mit seiner Frau und Gepäck noch fahren und alles ist legal und vor allem funktioniert alles so, wie soll. Okay, lass uns noch mal kurz auf die Reifen zu sprechen kommen. Wir sehen hier die Multistrada 1260 Enduro mit dem Scorpion Rally. Ausgeliefert wird sie aber auch mit dem Trail 2. Kann ich das wählen bei der Bestellung oder muss ich was Aufpreis bezahlen? Wie ist da die Strategie von Ducati?
Die ist relativ einfach. Standardauslieferung ist Trail 2, also der straßenmontierte Reifen. Und auf Wunsch kann auch der Scorpion Rally bestellt werden. Und das Motorrad wird uns so ausgeliefert. Der Scorpion Rally an sich ist eigentlich ein cooler Reifen, wenn man auf diesen Offroad-Look steht. Hat eine hohe Funktionalität auch auf Asphalt, aber letztendlich, wenn man natürlich Abrollkomfort auch mitbedenkt oder auch Bremswege, die sind natürlich beim Trail 2 einfach besser, weil er weniger Negativprofil hat und einfach auf den Straßenbetrieb zugeschnitten ist. Ob das wirklich stimmt, werden wir gleich testen, weil wir haben noch einen halben Testtag vor uns, und zwar dann mit der straßenbereiften oder Straßen-Enduro-bereiften Variante der Multistrada Enduro. Rob, ich habe Bock auf das Motorrad. Ab wann im Handel und was muss ich an Geld mitbringen? Also für die rote Variante 20.690 Euro zuzüglich Liefernebenkosten. Für die für die Sandvariante 20.890 Euro. Erhältlich beim Händler ab Mitte Dezember. Also das heißt schon 18 verfügbar, obwohl Modelljahr 19. Okay, das war es soweit von uns. Wie gesagt, ich muss jetzt noch fahren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao aus der Toskana.